Was geht ab, YouTube? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sons of the Forest. Ja, wir haben zwischenzeitlich schon mal ein bisschen weitergemacht. Ich habe mal diesen tollen Schlitten hier gebaut. Der ist echt praktisch, muss ich sagen. Der gefällt mir. Einmal Steinelieferung. Das klingt immer gut. Ach, du bist da hinten. Du bist hier vorne unterwegs. Bin ich doch, bin ich doch. Bin ja fast da. Ja. Jetzt siehst du das, was ich meine. Guck. Das ist cool. Ja. Nehme ich natürlich alles wieder runter, ne? Also die ganzen Stöcke und die Knochen, das sind natürlich das meine. So. Auf jeden Fall ist er sehr gut vorangekommen sogar. Oh, je, du bist ja schon auch für Safe Zone. Wo so Jo. safe ist unsere Zone da auch nicht. Na, Hauptsache die Base. Oh, ich bin mal wieder eine Runde warten. Im Wattmeer. Hängst doch schon wieder fest. Nö, nö, nö. Sieht doch Oh, so ich aus. bin halt undercover. Außen in. Ja, Lieben, das ist für ihn so blödes klingt, mag die einzige Möglichkeit, um voranzukommen. Und hopp. Oh, da ist schon wieder ein Stück vorangekommen. Büß, kann ich mir jetzt. Das Ding hier schnappen. Das Ding hier schnappen. Jetzt will ich schon mal immer ein kleines Stück weiterarbeiten. Passt auch, dass ich dann aus dem ersten von der zweiten Reihe erstmal das Ding wieder rausklaue. Oh. Oh, klingt nicht gut. Da müssen wir mal gucken gleich. Ja, da geht der See noch mal ein Stück tiefer. Ja, ich hab's mir gedacht. Irgendwo muss das irgendwann Aber. mal doch einen Haken Aber. haben. Die haben die Rechnung noch nicht mit mir gemacht. Ja, so blöd es klingt, ne? Jetzt gerade durch das Ganze, was wir jetzt hier haben, wieder, ne? Wir haben ja schon mal so ein ganz kleines XXL-Projekt gehabt. Also jetzt nicht übertrieben XXL, so wie wir es jetzt vorhaben. Aber das, was wir da schon gebastelt haben, war auch schon nicht ohne, ne? Ja, das ist wohl wahr. Ist recht gerade bei ihm hier unten. Der liebt diese Herausforderungen. Oder da geht es mal wirklich runter. Jetzt geht. Was? Hier geht es aber wirklich noch. Um. Du weißt, dass es hier noch wirklich sehr tief geht, ne? So, hast du schon mal geguckt, wie tief das hier ist? Ja. Dann komm mal mit. Ja, mal gleich sehen. Ja, ich muss ja nur bis hier. Ach so, da unten meinst du? Ja, wenn wir das Ganze über die ganze Fläche bauen wollen, Ja, irgendwie wird es schon funktionieren. Die Hoffnung stirbt zuletzt. das so oder so. Okay, man versteckt sich unter so einem Safehouse.
Ja, Leute, und irgendwie kriegen wir die Steine da nicht weg. Oder? Ich glaube, das jetzt vielleicht. Dann hatte ich das auch und dann konnte ich es kurze Zeit später doch. Nee. Okay, Jetzt. okay. Ja, so. Tja, Leute, also eigentlich ist es ja mit C wegmachen. Aber guckt euch das ja an. Aber waren wir hier einen. Wie funktioniert das? Damals. Das muss doch irgendwann abgestützt werden, ey. Sollte ja. Ich glaube, wir sind an unsere Grenze gekommen. Meinst du, was die Fläche angeht? Doof. Also bis hier, Ja, da vorne nur die rechte Ecke. ja. Ja, aber dann geht es auch nicht in die andere Richtung. Das ist doof. Aber wir haben ja eigentlich Winter. Warum friert dieser Scheißsee nicht endlich mal zu? Das ist eine berechtigte Frage. Sonst hat man das auch immer, dass die Seen zugefroren sind. Wir haben ja jetzt mal schon ein paar Nächte hinter uns. Schade. Oh Aha. nein! Okay. Was war das denn jetzt? Jetzt wird hier wieder ein Balken dazugeordnet, den es gar nicht gibt. Was versuchst du da? Also ist das hier jetzt das Maximum, ja? Erstmal. Das ist ja nicht das Problem. Obwohl, Quatsch, was mache ich denn da? Kann ich doch da so sein lassen? Dann mache ich das da erstmal? Nehme ich die erstmal. Und ich fange jetzt mit meiner Idee an. Nein! Oh. Ach, egal. Meine Idee sagt, ich kloppe jetzt erstmal ein paar Bäume um. Ach so. Ich dachte, du enteist sie. Was soll ich enteisen? Die Bäume. Nö. Was heißt die? Also, ich kann keine Steine mehr runternehmen. Was? Und meine Nahrung sowie mein Trinken gehen nicht mehr runter. Okay. Auch interessant. Nee, hier will ich das nicht haben. Ich gehe noch ein Stück rein. Ich denke, ich müsste eventuell. Ja, ich kann auch keine Stöcker mehr aufnehmen, gar nichts. Oh. Ich bin dein Bug. Ist gar nichts mehr. Ja. Kannst du auch keine Baumstämme aufheben? Nö. Oh, cool. Ja, dann musst du wohl ein Disconnect machen. Oder?
Oder ich bleibe online und gucke dir bei der Arbeit zu. Ja, schön. Sehr toll. Ja, Sehr, sehr toll. Eventuell habe ich gerade die Idee, einen Riesenzaun zu bauen. ich will nur mal gucken, ob ich speichern kann. Also wir haben übrigens auch Gesellschaft. Also ich kann auch keine Ja. Waffe, gar nichts, ne? Ja, schön. Eventuell habe ich nur das jetzt gerade. Oh, die Tür kann ich verriegeln. Das ist schön. Und ich habe Nee. gerade aus irgendeinem Grund B gedrückt oder so angeblich und habe gerade mal das Inventar geöffnet und die beiden Baumstämme weggeschmissen, die ich hatte. Auch nicht schlecht. Ja. Ja, aber ich kann auch nicht speichern oder schlafen oder sonst nichts. Aber die Tür von der Hütte kann ich verriegeln. Das ist ja schön. Gut, da du jetzt keine neuen Sachen großartig gekriegt hast, ist das nicht ganz so schön mit dem Speichern an sich. Aber ist natürlich für das Kraftlevel so gesagt, was wir haben, blöd. Weil das steigt ja nun mal mit der Zeit. Da hat er disconnected, da gab es ein Leck. Jupp, jupp, jupp. Und das hatten wir auch noch nicht, oder? Nee, das ist doof. Du musst richtig sitzen. Ich habe jetzt gedacht, da du da ja so schön am Basteln bist, ne? Tja. Mache ich hier. Ich habe mich eben gerade nur gewundert. Ich so, hä, was ist denn jetzt los? Jetzt geht gar nichts mehr hier. Das hatten wir aber noch nie. Und da ist er schon wieder da. Ich brauchte nicht mal gucken. Ich habe es gemerkt. Jetzt gedacht, ich fange jetzt mit dem anderen XXL-Projekt an. Ja, das geht, das geht, das ist alles gut. Schön, 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 schön. Ja, ich kann auch Sachen wieder aufheben und so, ja. Schön, schön. So muss das sein. Ja. Ach, da läuft da noch. Ja, jetzt habe ich auch extremst Hunger und Durst, sehe ich gerade. Und der See ist zugefroren. Nö, so nicht. Aber das war Klar. so. Nein! Wie kann ich auf dem See laufen? Das musst du jetzt ausnutzen, mein Lieber, das weißt du, ne? Ja, bloß, dass ich unten am Fundament nicht weiterbauen kann, ne? Das ist jetzt doof. Aber Jetzt kann nein! ich. Platsch! Nicht zugefroren. Ich kann generell nicht weiterbauen. Er ist Jesus! Ach nee, Moses war das, glaube ich, der über Wasser gehen konnte, oder? Ja, stimmt, die Steine versinken, die verschwinden. Ja, das ist jetzt doof. Lass mich raus. Ich werde trotzdem mit meinem Projekt weitermachen. Ich weiß auch nicht, wie lang das Projekt wird. Aber eventuell, weiß ich noch nicht zu 100%, werde ich meinen freien Tag nutzen und das dann mal wirklich den ganzen Tag machen, ey. Werde ich das für euch mal vorbereiten, weil ich glaube nicht, dass ihr jetzt die ganze Zeit zugucken wollt, wie ich hier einen Zaun baue. Ich glaube, das wird ein bisschen sehr langweilig. Naja, aber es heißt langweilig, langlebig. Also, ne? Es gibt ja auch Ja. Leute, die mögen's. Das stimmt auch, aber willst du 10 Folgen nur zugucken, wie ein Zaun gebaut wird? Nö. Gut, dazwischen ist ja immer noch ein bisschen Abwechslung, weil mal da kommt ein Idiot, da kommt ein Idiot. So wie jetzt da. Hier, fang. Ja, ich muss mich erstmal grundversorgen hier. Und der ist ausgewichen. Oh, ist da dein Ärmchen ab? Guck mal, ich helfe dir noch so ein Natürlich. bisschen. So. So. Und deinen Arm kannst du mir auch geben, danke. Wir, die haben das jetzt eingeführt, dass der Bach auch zugefroren ist, Alter. Dann kriegen Schreikrampf.
Nee, der Bach ist nicht zugefroren, aber. Ah, jetzt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn du im Endeffekt die Flasche befüllst und ob du es dann in den Topf befüllen kannst im Endeffekt. Das weiß ich nicht. Ich auch nicht, ich weiß nur, dass es andersrum geht. Also wenn das Wasser Aber was gekocht wäre? ist. Werden wir ja früher später mitkriegen. Aua! Ich liege. Ich habe irgendwie auf jeden Fall Überraschungsbesuch gekriegt von der Seite. Ich gucke gar nicht so schnell reagiert. Mein Kaffee ist hier. Tja, Leute, da konntest du gar nicht gegen gucken, ey. Die riechen das, dass ich die aussperren will. Er ist da. Erster. Du. Ich wollte gerade setzen. In dem Moment sehe ich nur noch im Augenwinkel das blöde Arschloch. Ja, da kommt noch einer, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Oh, zwei. Ja, Verdammt. schön. Oh, drei. Schön. Wo ich das jetzt höre, das ist nämlich auch eine Sache, wo ich mich ransetzen werde, Munition sammeln. Und wenn wir da mal ein bisschen was. Der lebt Wo ist noch. hier noch einer? Der lebt da noch. Der da. Ja, das kann sein. Aber irgendwo ist hier noch einer. Der hier. So. Achso, ich kann nicht beruhigen, der lebt nicht mehr. Der sieht so komisch sitzend aus. Der liegt. Der liegt. Ja, bei mir sitzt der so halbwegs. Aber der hat ein Handtäschchen ausgespuckt. Ja. Ich werde mich wohl wirklich mal Donnerstag dran setzen. Und mal so ein bisschen farmen und bauen. Ein bisschen den freien Tag, den ich habe, so ein bisschen nutzen. Damit hier mal ein bisschen was vorangeht, weil jetzt die ganze Zeit dazu gucken. Ja, okay. Klar, wenn wir jetzt. Oha! Scheiß Stock. Nee, scheiß Baumstamm. Was ist denn die gerade Linie jetzt hier? Hallo? Switching. Ja, toll. Blöd. Kann jetzt nichts machen. Ja, das ist doof. Oder auch machen kannst du was, kannst mir zur Not jetzt helfen. Muss das erstmal warten, also ich. Ja. Aber jetzt wirklich doof. Das recht hier wieder dem Moses unterwegs ist. Also Leute, das hatten wir schon mal. Da hatten drei Leute drei unterschiedliche Jahreszeiten. Ja, bei dem einen war noch Frühling, bei dem anderen beiden war zwar schon Winter und bei dem einen war dann der See zugefroren. Also da war dann tiefster Winter so gefühlt. Ja, bei mir ist jetzt auch noch die Vorjahreswinterzeit. Warum sitzt du unterm Haus? Naja, ich habe Kelvin ein Lagerfeuer machen lassen, so spare ich mir die Stöcke. Und da Kelvin die ganze Zeit irgendwie hier unter der Butze hängt, keine Ahnung warum. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich sehe den auch jedes Mal da unten drunter. Und Virginia rennt hier schon wieder durch die Gegend. Das heißt, irgendein Idiot ist hier schon wieder. Ja, man hört's. Egal, ich mache hier trotzdem meinen.
Oh ja, schön. Gleich zu zweit. Oh, weg, 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 weg. Oh, schnell weg. Ein Schlag und ich bin tot. So hat er jetzt gerade nicht richtig getroffen, der Idiot. Gott sei Dank. Ja, komm her. Ja, komm. Man sollte auf jeden Fall warten, bis man voll geheilt ist. Aber die gönnen mir das Projekt auch gerade nicht, die Idioten, ne? Deine XXL-Zaun? Hab ich sie verscheucht? Ich hoffe es. Alter. Wir wollen ja auch eine XXL Base haben, ne? Also brauchen wir auch eine XXL Zaun. Ist sie kalt? Nee, nicht. Bist du müde? Kurz Hm, davor. vielleicht liegt es daran, weil ich bin sowas von knallerot müde. Nee, noch nicht ganz. Bob fällt. Bin schon weg. Kelvin und so Fußbodenheizung. Aber dafür bin ich jetzt an den Punkt angekommen, dass ich Hunger habe. Ja, ein bisschen ist ja auch noch hier auf dem Trocken gestellt, so. Nächster Baum ist gefallen. Was ist gefallen? Der nächste Baum. Ach, der nächste Baum. Ich hab's akustisch gerade irgendwie für nicht geschnitten. Ich habe irgendwas mit Baum verstanden. Wir haben auch schon wieder hier Besuch. Solange der da hinten ist, ist mir das egal. Was ich halt jetzt aber. Also, eins muss ich jetzt sagen: ne, den neuen Schlitten, also den etwas moderneren Schlitten, sagen wir es mal so, den feiere ich ja in dem Spiel. Ne? Der deswegen ist echt mal praktisch. Ist er hier drinne? Nee, das ist draußen. Oder wo bist du? Oh. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, Schön. 5, Viel zu. 6. Also zu viele. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich sehe einen, aber nee, das ist ein Bambi. Nee, auf der anderen Seite, nicht da, wo das Tor ist.
Ist er jetzt rot? 2. Oh, es werden immer mehr. Verdammt. Ja, ich sag doch, das ist schon. So blöd, das klingt mal echt extrem, ne? Was sie hier teilweise an Mutanten jetzt schon rum einnahmen. Ja, Mutanten noch nicht mal. Auf die warte ich nur noch. Oh, was wir am Oompa Loompas hier teilweise schon rumrennen haben, ey. In der Zwischenzeit ja auch mal irgendwie extrem viel Bauchklatscher. Klausis. Ja, wir haben auch 2 Stück schon wieder. Ja, ich sehe es. Ich treffe nicht. Muss ich mir so holen, ja. Nö, nicht mit mir. Leg dich woanders schlafen. Der ist getrocknet. Nee, ist er nicht. Vielleicht 2 Stück davon, ja. Schade, dass ich ihn treffe aus der Höhe. Die Axt ist zu kurz. Muss ich mich ducken, treffe ich dann? Ja, ja, geil. Na, komm her. Na, komm her. So, was passiert? Stell dir mal vor, wir hätten jetzt Strukturschaden an hier in dem Spiel. Tja, das wäre mal gut zu tun. Da würden wir nicht mal dazu kommen, unsere Base zu bauen. Du bist zu klein. Die treffe ich nicht. Oh, guck mal, hier ist ein Pfeil. Ja. Hey, komm her, Fetti. Komm, Klausi. Na, Klausi lebt immer noch. Oder? Klausi ist hin. Ei, ei, ei. Zumindest der erste. Oh, Klausi Nummer 2 hat Bein verloren. Klausi Nummer 2 hat beide Beine verloren. Ups. Virginia sieht auch irgendwie leicht angeschlagen aus. Sagen, hängst du schon wieder unter der Base? Aber nee. Nein. Also irgendwie fühlt sich unser Getränkeding hier nicht. Einsammeln? Hä? 42. Was ist das? Ein Kamin. Vorm Fenster. Ja. Gleich mit Abzug. Kannst du ja die Steine draußen nehmen, die direkt neben dem Haus stehen. B
Beziehungsweise liegen, ja. Oh, guck mal, da hat jemand ein Vogelhäuschen gebaut. Weil das steht unter Versorgung. Deswegen würde mich das mal interessieren, ob man da jetzt auch kochen kann mit. Ja, klar. Testen, 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 ne? Ich nehme das hier mal komplett auseinander einfach. So viel sind das jetzt schon gar nicht mehr. Hilfe mir mit. Das dauert ja ewig. Alleine rennst du dich ja dumm und dämlich. Ja, das muss. Nein, das will ich doch gar nicht. Wolltest du nicht durch die Gegend fahren? Nein. Brauchst du nur ein. So, und jetzt? Nein. So ein Kamin darstellen. Kannst du da unten Feuerstelle reinmachen. Ne? Und solltest du auf jeden Fall kein C drücken dann. Wenn du jetzt C drückst, fängt das ganze Ding an zu wackeln. Okay. Oh, ich habe keine Stöcker mehr, verdammt. Das gemacht? Hat das automatisch angezeigt? Wie was? Oder wolltest du den Stock da selber hinlegen? Ja, ich wollte ihn selber da. Ja, warte. Feuer, Lagerfeuer mal reinbauen. Oh, das sieht doch gleich ganz anders aus. Ich denke mal, der wird nur rein optisch seinen Zweck erfüllen. Gehe ich auch von aus. Cool wäre es, wenn er ja wirklich dementsprechend bessere Wärme von sich geben würde, ne? Naja, klar. Das wäre natürlich klasse. Naja, wenn wir jetzt so richtig anfangen. Cool, ist natürlich jetzt scheiße, dass du nicht weitermachen kannst. Ja. Das ist gerade wirklich ein bisschen ärgerlich, aber ja. So kann ich wenigstens mich auch mal mit dem Baumenü vertraut machen. Der ist ja immer noch nicht durch da. Und wie lange braucht der denn jetzt da drin? Wobei hier. Erstmal ein Stücklein trinken. So. Ja, die ist wirklich nicht ohne. Die Hockey-Pockey-Falle. Und so, einmal speichern, ihr Lieben. Und ja, ich wollte sie nochmal was trinken. So. Okay, was? Was? Die Hockey-Pockey-Falle. Ich wollte jetzt einmal sluppen. Oh, es brennt tatsächlich noch. Die ist nicht ohne die Hockey-Pockey-Falle, da solltest du selber aber auch nicht reinrennen. Mein Hummelkuchen fallen. Habe ich nämlich nur per dummen Zufall so einen kleinen Ausschnitt drüber gesehen, wie ja jemand diese Falle erklärt hat. Ach ja. Das alte Ding. Das kenne ich noch. Das kenne ich noch aus der Forest. Ja, da sollte man nicht reinrennen. Die ist nicht ohne. Ja. Aber so, ihr Lieben,
Das passt ja perfekt. So, jetzt Abschied für die Folge. Dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder weiter heißt: Sons of the Rose mit dem XXL-Projekt Zaun. Eventuell, mal gucken. Ein bisschen wachsen tut er ja schon. Vielleicht wieder ein bisschen Und länger sein. aufgetauten See? Nein, der ist aufgetaut. Nein, ist er nicht. Ist ja wohl. Ja, wo, du bist ja auch Moses, ne? Okay. Hallo? Ja, ich mach Bauchgletscher, Flachkörper. Ja, mach mal Flachkörper. Ich schwimme eine Runde. Ja, sag ich doch. Ich schätze mal, wenn ich jetzt Disconnect mache und wieder neu connecte, dann ist auch zugefroren. Denke ich auch. Kennen wir doch das Spielchen. Tja, aber wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tüdelü. Tschüss.